Hallo zusammen, mein Name ist Vlad Alfir Gelernt. Serioga, Serioga, was ist das für ein Freund von dir? Das ist mein Schwein. Sein Name ist Zucchini. Okay, Leute, wir haben beschlossen, die nächsten 24 Stunden in diesen kleinen Häusern auf Bäumen zu verbringen. Und wir haben sie selbst gebaut. Und wir haben 3 Tage dafür gebraucht. 3! Aber seht euch an, wie schön es geworden ist. Wir sind jetzt erwachsen, wir sind groß und wir wissen, wie man etwas baut. Wer auch immer, das wird ein Spaß. Ich schlage vor, du verbringst den Tag mit uns. Es wird großartig werden. Oh Mann, gebt ein Like für diese schicken Häuser. Wer zeigt als erster sein Haus? Ich. Ich habe ein sehr cooles Hightech-Haus, in dem ich alles Mögliche eingebaut habe. Es war sehr schwer gewesen, aber ich habe es geschafft. Hey, was ist das? Eine Platte? Yeah, ich habe einen Fernseher hier drin. Leute, ich habe ein Satelliten-Internet und Fernsehen. Ich bin eigentlich der perfekte Nachbar für euch. Ich gebe euch kostenlos WLAN. Ich habe mein eigenes Zeug dabei. Jetzt muss ich es nur noch auspacken und ins Haus reinstellen. Ist das ein schicker Teppich, den du hast? Ja, das ist Hightech. Hightech? Hightech. Und du hast irgendein Dorftech und ich habe nur Hightech. Komm nicht mit diesem Mist über mein Haus. Ich habe Gemütlichkeit. Komfort. Du wirst das lieben. Du könntest es ein VIP-Apartment nennen. Alles klar. Willkommen in meinem Baumhaus. Ups, Mist. Ich habe vergessen, die Tür aufzumachen. Das war ein Fehler. Mein Fehler. Übrigens, meine Tür geht zu auf. Die Scharniere müssen noch fertiggestellt werden. Wie du sehen kannst, sieht mein Haus sehr einfach aus. Aber ich habe noch einen Freund bei mir. Und ich habe diesem Hund noch keinen Namen gegeben. Ihr könnt also eure eigene Version in die Kommentare schreiben. Ich werde sie alle nehmen. In Ordnung, gehen wir hier entlang. Ich habe hier eine Wiese. Zucchini. Oh, unter dem Häuschen. Das ist alles. Und Zucchini wird nicht weglaufen, hoffe ich. Ich sage dir, was im Haus sein wird. Ich werde einen Tisch um das Haus herum haben. Du weißt schon, zum Essen, zum Picknicken, zum Sitzen, Stühle. Natürlich habe ich auch Feuerholz dabei. Ein Stock ist für den Fall, dass ein paar wilde Tiere meine Haustiere treffen wollen. Ich werde sie schnell haben. Aber wenn der Stock nicht hilft, habe ich eine Falle. Eine Jagdfalle. Eine echte. Die stelle ich auch hier irgendwo auf. Und einen gusseisernen Topf zum Kochen. Wenn es dir langweilig wird, kannst du ihn für Chalabach verwenden. Und hier drüben habe ich eine ganze Kiste mit Sachen für das Haus. Und das nehme ich mit rein. Nun, mein Ansatz ist sehr einfach. Ich habe viel ausgegeben und viel eingekauft. Ich habe die teuersten Materialien, die teuersten Produkte und die interessantesten Dinge für mein Haus. Nun Mann, das ist so viel, dass ich nicht weiß, wie ich es runterkriegen soll. Naja, okay, alles Stück für Stück. Und falls ihr nicht wusstet, das ist ein Kühlschrank. Da kann man Eis reintun, essen und es schmilzt nicht. Es muss ein Leiter geben, unbedingt, wie diese hier mit einer Veranda, damit man morgens rausgehen kann und dann, wie leben diese armen Nachbarn? Ich verstehe. Und zurück in die Kabine. Wow, also ich habe hier zwei meine kleinen Sitzkisten, um mich dahin zu legen und auszuruhen. Ich werde übrigens auf den schlafen. Ich habe hier auch 2 kleine Tische. Und schaut mal hier, Leute, hier ist meine Tür, die zu meinem Nachbar führt. Und dort wohnt wer? Vlad A4. Endlich habe ich seine Adresse. Hier habe ich natürlich meinen Laptop. Außerdem habe ich hier meine Kopfhörer mitgebracht. Und auch noch habe ich meinen Monitor mitgebracht. Den werde ich als Fernseher benutzen. Und wenn ihr mal ganz langweilig wird, dann lade ich einen Freund an und dann können wir zusammen mit ihm zocken. Was für eine Schönheit. Und damit es auch abends nicht langweilig wird, habe ich einen Lautsprecher dabei. Da können wir mit den Jungs Musik hören oder ich werde sie alleine hören. Oh, was habe ich vergessen zu sagen? Das ist das Allerwichtigste. Ich habe ein Verlängerungskabel mitgebracht, weil ich hier Strom habe. Und wisst ihr, was das Krasseste ist? Ich habe sogar einen Generator mitgebracht. Ich zeige euch ihn mal. Da steht er. Er verbrennt Treibstoff und erzeugt dadurch Strom. Das ist echt cool, Mann. Außerdem habe ich eine Überwachungskamera da. So kann niemand ohne meine Erlaubnis einfach so mein Haus einbrechen. Ein Schraubenzieher. Und natürlich muss ich mich um die Beleuchtung in mein Haus kümmern. Also habe ich so eine LED-Leiste gekauft. Und für die totale Entspannung in der Natur habe ich eine Hängematte wie diese dabei. So, ich bin fertig. Und das schließen wir jetzt an. Und schon haben wir ein super modernes Hightech-Baumhaus. Los geht's, Leute. Also, was sagt ihr, Leute? Die Videokameras habe ich installiert. Und nun werde ich euch zeigen, wie das drinnen im Haus funktioniert. Ah, schließen wir die Tür und willkommen im Baumhaus von Glent Amigos. Auf dieser Seite der Wand habe ich dieses krasse LED-Band. Es wird nachts wunderschön sein. Ich möchte es mir unbedingt ansehen. Geil. Da ist mein Monitor, an den ist natürlich meine liebste Playsee angeschlossen. Wow, hier könnte ich nicht nur 24 Stunden verbringen, sondern sogar eine ganze Woche. Schau mal, was ich hier habe. Das Huhn wird bei mir wohnen.
Übrigens funktioniert das Hund für mich als Alarmanlage. Wenn sich ein Raubtier an mich heranschleicht, fängt es an zu gackern und ich bemerke die Gefahr sofort. Schauen wir mal, was wir hier in der Kiste haben. Erstens ein Stuhl, Wasser. Außerdem habe ich einen Schlafsack wie diesen. Und ich habe Lebensmittel in einem tragbaren Kühlschrank wie diesem gelagert. Schau mal, das sind Würstchen und Fisch. Außerdem habe ich ein paar von diesen Roll-Ups. Davon gibt es eine ganze Menge. Und es gibt Arten von Pilzen, Tomaten, Gurken, Plastikteller. Und das ist ein Fischernetz. Ich habe es mitgebracht, falls wir angeln gehen. Und natürlich habe ich auch ein paar Werkzeuge mitgenommen, nur für den Fall, dass wir etwas reparieren können. Und genau wie die Jungs habe ich eine Tür. Und zwar hier. Schau mal, sie führt zu Vlads Haus, damit wir uns gegenseitig besuchen können und zu Gast gehen. Jo, so sieht mein Haus aus. Erinnert euch so an ihn. Bis jetzt gibt es hier nichts, aber das ist nur diese schicke Ledercouch und ein toller Blick aus dem Fenster. Golfschläger, Hörner, ich stelle ihn hier. Weißt du, in diesem großen Häuser machen sie das. Das ist eine Ringleuchte für TikToks. Zum TikToks machen und zum Aufhängen von Kleidung. Ist das nicht wahr, TikTokers? Das machen auch alle reichen Teller, Tischtücher. Ich habe auch eine Chroma-Key-Decke wie diese hier und einen Regenschirm. Ich habe eine Wohnung mit einer Terrasse. Mein Golf-Outfit, eine Decke oder ein Teppich, mal sehen. Alle Arten von Baumaterialien. Becher, eine Dose Farbe, goldene Farbe und Drogenshampoo. Man spürt es ins Haar und es wird sauber. Man muss nicht auf den Regen warten, um es zu waschen. Bräunungscreme, Zeug, um geile Cocktails zu machen, Grillzangen, wie auch immer. Ich zeig euch, was ich im Kühlschrank habe. Nun ein kurzer Blick. Es ist Sirup, wenn Sie wollen. Immer mehr sieht es so aus. Gib mir nur eine Sekunde und ich werde es sauber machen. Bam! Schau, ich habe hier einen Drehort. Ich könnte am Strand sein, in den Bergen, in der Wüste, im Weltraum und sogar unter Wasser. So schick ist meine Couch geworden. Das Ankleidezimmer, naja, und ordentlich aufgeräumter Tisch. Und das Highlight ist meine Terrasse. Ohoho. Als ich aus meinem Elternhaus gezogen bin, habe ich nicht einmal davon geträumt. Alle fragen mich immer, warum ich so hart arbeite. Videos, Integration, Merch, Apps. Eigentlich habe ich nur einen Traum. Ich will einfach ein Haus. Ein richtiges Haus, das aus Geld besteht. Und in der Stadt habe ich das hier. Mein erstes Haus. Leute! Serioga! Glenn! Ja, Vlad? Ich lade euch zu einer Einweihungsparty ein. Oh, cool. Kein Problem, wir sind gleich bei dir. Und vergiss die Geschenke nicht. Es ist eine Einweihungsparty. Einen Moment. Komm schon. Was für eine Idee von Vlad. Was für Geschenke zum Teufel. Ich weiß nicht mal, was ich ihm schenken soll. Ach, übrigens, vielleicht schenke ich ihm ja eine Pflanze. Das ist ein Einweihungsgeschenk für die Bude. Und im Grunde werde ich nicht dumm dastehen. Ich nehme diese Tasse und werde Vlad ein Geschenk besorgen. Ich werde ihn später auch zur Einweihungsparty einladen. Wow, ist das schön. Übrigens, ich musste nicht einmal weit gehen. Seht euch mal diese Wurzeln an, die ich hier gefunden habe. Das sieht aus wie ein Geldbaum. Wow, super. Ich schätze, das ist ein klassisches Geschenk. Sieht sogar irgendwie echt schön aus. Ich brauche das, das auch. Es scheint, dass ich alles, was ich zu Hause habe, auch brauche. Und das erinnert mich an etwas. Es gibt ein Omen, das man bei der Einweihung der Tiere ins Haus lassen soll, um Glück ins Haus zu bringen. Ein Huhn werde ich ihm sicher nicht geben, aber ein Schweinchen, eine Zucchini im Prinzip schon. Ein glückliches Haus. Das kann man wohl sagen. Boah, Vorsicht. Oh, ich höre jemand kommen. Serioja! Oh, hallo. Hier, schau. Es ist Glück für dich im Haus. Ein Tier, das auf einer Einweihungsparty ist, wird als erstes hier reingelassen. Komm schon, Zucchini. Los. Ich verstehe. Ja, das Geschenk ist super, Serioja. Toll, danke. Hey, alles Gute zur Wohnungseinweihung. Das ist mein Geschenk. Es ist ein Geldbaum. Toll, danke. Was soll das Ding? Passt du erstmal auf mein Haustier auf? Nein, ich schenke es dir nicht. Es ist einfach so gelaufen, dann werde ich mit ihm gehen. Meine Meinung nach, Serioga, funktionieren Geschenke anders. Naja, dein Glück wird kommen. Du wirst schon sehen. Warte nur ein bisschen. Hast du mir positive Energie gegeben? Ja, das ist das Beste und Wertvollste. Na gut, ich bin einverstanden. Das Thema der Geschenke kam auf und ich habe gedacht, wenn die Zuschauer uns ein Geschenk machen, indem sie die Abonnements sehen, machen sie einen roten Knopf grau. Aber sie machen sich eigentlich selbst ein Geschenk. Ach, warum so plötzlich? Nun, haben Sie bemerkt, wie die Qualität unserer Videos gestiegen ist?
Wie oft veröffentlichen wir sie? Es ist so, als ob wir bereits Filme drehen würden. Und das ist so, weil ihr unseren Kanal abonniert. Mir ist es jetzt klar geworden, dass es uns Kraft und eine Ressource gibt, um Videos zu erstellen und zu produzieren. Jedes Abonnieren ist wie ein Baustein für die Qualität der zukünftigen Videos. Ihr wisst, dass alles beeinflussen könnt. Ich bin selbst schon neugierig. Wenn ihr jetzt alle euch anmeldet, wer noch nicht angemeldet ist, was für Videos werden wir rausbringen? Es wird einfach eine Kanone sein. Vor allem jetzt, wenn es Sommer ist, wenn wir so viel Energie und so viele Ideen haben. Und alles, was wir brauchen, ist deine Unterstützung. Tu das endlich. Abonnier auf diesen Kanal und mach nicht nur uns, sondern auch dir selbst ein Geschenk. Du wirst Spaß haben, du wirst gute Laune haben, immer gute Laune. Und schau mal, wie ist der Zucchini? Der passt schon hier nochmal. Du bist nur eine Kanone. Ein kleines Weichei. Warte, willst du damit sagen, dass es Kubikov ist? Nein, du bist einfach nur langweilig. Keine Musik. Übrigens, Leute, ich habe Musik zu Hause. Kommt doch gleich zu meiner Einfeierungsparty. Bring mir ein paar Geschenke mit. Ich habe auch einen Lautsprecher und noch eine geile Playstation. Okay, ich werde mein Bestes tun. Und die Geschenke nicht vergessen. Übrigens, Leute, wie wär's mit ein paar Cocktails? Ich habe alles dafür. Was wollt ihr? Nun, als dein Gast hätte ich gerne einen Cocktail in einer Kokosnuss. Für mich geht alles. Lass uns die Vorbereitung anfangen. Wie macht es Barkeeper? Wir nehmen ein bisschen Sprite. Zitronensaftkonzentrat. Ich denke, ein wenig Preiselbeersirup wäre nett. Moment mal, war mein Cocktail überhaupt Kokosnuss drin? Jetzt wird es einen geben. Okay, jetzt muss das Ding umgerührt werden. Shaker. Der Shaker ist übrigens von A4. So einen bekommst du im Geschäft oder auf der Webseite a4shop.ru. Das hat wie ein Review gemacht. Kleiner Kommentar, solange es der Koch nicht hört, er stinkt nach Kotze. Ja, super, ist der Cocktail schon fertig? Ich kann nicht hören. Nein, es riecht halt wirklich komisch hier drin. Hör mal, Vlad, was sind das für komische Strohhalme? Welchen Geschmack haben sie? Serio, das sind riechen. Du musst an die riechen. Ah, ich finde, es riecht komisch. Tuben, grün, gelb und blau. Auch ein Regenschirm. Oh, Cocktails kommen durch. Party. Wir setzen uns hin, probieren sie gleichzeitig und zeichnen die Lektion auf. Hör mal, das sind alles so Säfte auf einmal in einem Glas. Multifrucht. Und auch Kokosnuss. Das ist keine Frucht. Multifrucht mit Kokosnuss, ja. Also, es ist eindeutig eine stabile 6 von 10. Mal sehen, mit was du bei dir zu Hause überrascht. Vergesst auf jeden Fall die Geschenke nicht und ich bereite das Haus für meine Gäste vor. Schade, dass ich kein zweites Shrine habe. Man kann kein zweites Geschenk machen. Es ist dasselbe. Ich werde gehen und ein anderes Geschenk für Glenn aussuchen. Tschüss, tschüss. Gut, wir sind weg. Scheiße. Und ich muss Glenn auch noch etwas schenken. Ich habe Vlad schon das günstigste und letzte Geschenk besorgt. Oh, was? Sieht das an. Das Huhn hat Eier gelegt. Oh, wie schön für dich. Ich nehme eins von deinen Eiern. Ich schenke Glenn nicht nur ein Ei, ich schenke ihm ein Huhn. Wenn das Ei richtig ausbrütet, bekommt er ein Huhn. Wie ich. Oder vielleicht sogar einen Hahn. Übrigens, hier ist eine Idee für ein Geschenk für Glenn. Das Geschenk wird so interessant sein wie das, das er mir geschenkt hat. Klopf, klopf, klopf. Na, wen haben wir denn da? Hey, Siraja ist da. Hallo. Hi, mein Lieber, komm rein. Wow, deine Tür geht so auf. Oh, und wer klopft denn da? Na, wer ist das? Ja, das bin ich, hallo. Hey, Leute, kommt rein, setzt euch bitte. Herzlich willkommen in meiner Hightech-Bude. Hohoho, schau mal, hat ein Baumchen. Das Design ist fantastisch. Wo hast du es gekauft? Wen? Eine Stange. Es ist doch ein Baum. Ah. Naja, ein Haus auf dem Baum. Sag mal, wo sind die Geschenke? Hier sind die. Mein Geschenk an dich, das war doch diese Blume hier. Nein, warum sagst du das? Das ist doch genau dieselbe Wurzel, die ich dir auch geschenkt habe. Nein, Glenty, ich glaube, wir haben sie gerade im Semlam gekauft. Ich schenke dir auch einen Geldbaum. Dankeschön. Ich habe mich auch sehr über dein Geschenk gefreut. Schon gut, schon gut. Siraga, was ist dein Geschenk? Ich schenke dir ein Huhn. Hä? Das ist doch ein Ei. Es ist ein Ei, okay? Aus dem ein Huhn oder ein Hahn schlüpfen wird. Lege es dir unter dir, wenn du an der Konsole spielst. Hey Leute, soll ich mal die Playsee anschmeißen? Ja, komm schon. Okay, ihr könnt spielen, Leute. Ich werde an meinem Laptop ein bisschen arbeiten. Hey Leute, ihr zockt schon ganze 20 Minuten. Könnt ihr vielleicht irgendwann zu Sirogas Einweihungsparty gehen? Und vielleicht das, dann gehen wir. Ich muss dort etwas Brennholz hacken. Und übrigens, ich habe einen hungrigen Miesepeter. Ich gehe und füttere ihn, okay? Das ist ein merkwürdiges Verhalten, findest du nicht? Ich dachte, wir laden uns irgendwie alle gegenseitig zur Einführungspartie ein. Erst wäre die richtige Zeit für eine Runde Golf. Was macht man sonst, wenn man in der Nähe eines Golfplatzes wohnt und dort ein Haus hat? Golf spielen.
Irgendwie wird das schon langsam langweilig in diesem Haus. Ich sollte mal langsam Musik auflegen. Wow, und jetzt kann die Party beginnen. Nun, das ist ein toller Golfplatz. Die Hauptsache ist, dass man es richtig macht. Was ist das für eine Musik? Das mag ich nicht. Golf sollte in Stille gespielt werden. Mann, ich kann's bei der Lärm nicht konzentrieren. Glenn, mach das leise. Glenn, kannst du es nicht hören? Was ist los? Wer war das? Hey, warum schmeißt du es in mein Haus? Warum drehst du die Musik so laut auf? Ich kann nicht spielen. Na gut. Wir gehen das Ding noch lauter. Dann werde ich mich mal in die Hängematte chillen. Ah, perfekt. Das nenne ich ein Leben. Das genieße ich. So muss es sein. So, alles ist bereit für das Feuer. Ach ja, ich muss noch etwas zum Anziehen besorgen. Ich gehe nach Hause. Das Huhn hat hier ganze Arbeit geleistet. Puh, das ist eine ganze Nase voll. Oh Mann, ich habe Haarsträuße zu Hause. Ich dachte, Vlad hätte Duftstäbchen. Ich werde ihn später fragen müssen. In der Zwischenzeit... Hier sind die Streichhölzer und die von Vlad. Glenn ist aus der Hütte raus. Gut, ich habe einen Plan. Ich werde es alles abbauen. Puh, frische Luft. Das ist sie, die ansteckend. Ah, das war's, Basser. Du wirst mich nie mehr belasten, also. Hallo? Vlad? Bist du da? Er ist nicht zu Hause. Na gut, dann eben nicht. Ich glaube nicht, dass er was dagegen hat, wenn ich mir diese Parfümstäbchen von ihm ausleihe. Ich werde sie nur schnell in meinem Zimmer auslüften. Das ist alles. Hey, warum stinkt es in meinem Haus so? Ich verstehe das nicht. Das waren doch meine Stäbchen da. Hey, ich dachte, der Wind hat sie weggepustet. Okay, ich verstehe es nicht. Es stinkt wie im Dorf. Die Stäbchen sind weg. Serioga! Hör mal, hast du nicht etwa meine Stäbchen geklaut? Nein, ich habe sie nicht gestohlen, ich habe sie nur ausgeliehen. Ich werde sie später zurückgeben. Wahnsinn, Sergei, hast du die genommen, ohne zu fragen? Du warst nicht zu Hause. Mein Haus stinkt jetzt. Du bist da reingekommen. Jetzt riecht es nach deinem Bauernhof. Glenn! Jo, Freude, was ist denn hier los? Sergei ist in mein Haus eingebrochen und hat dir Stäbchen gestohlen. Warte, ich werde auch mal mein Haus prüfen. Vielleicht ist ja jemand bei mir eingebrochen. Ich war gar nicht bei dir. Ich könnte es gewesen sein. Wo ist mein Lautsprecher? Hey, Sergei, hast du meinen Lautsprecher mitgenommen? Wozu brauche ich deine Säule? Mir geht es gut im Freien. Gib mir die verdammte Musikbox zurück. Oh, warte. Ich bin ja noch mit dir verbunden. Lass mal sehen, wo du sie versteckt hast. Warte mal, das kommt hier gar nicht aus deinem Haus. Ey, das kommt hier aus seinem Haus. Ich bin an der Toilette. Was für eine Toilette, Mann? Gib meinen Lautsprecher endlich zurück. Und dann bist du noch der Typ, der Sirog eine Ratte nennt. So, Nachbar, nach so einer Sache kommt ihr nicht mehr zu mir nach Hause rein. Na, du. Na los, du auch. Raus hier. Was für Situation? Was für Freunde ich habe. Einer schlimmer als der andere. Und ich dachte, ich würde mein Abendessen mit ihm teilen. Am Ende will ich sie gar nicht mehr sehen. Ich werde mir eine Lieferung bestellen. Eine Pizza. Hallo? Hallo? Hören Sie, ich bin gerade im Baumhaus und ich hätte gerne eine doppelte Pepperoni, wenn das geht. Ah, Straße, Hausnummer. Kann ich in die Geoposition schicken? Hallo? Die haben einfach aufgelegt. Naja, anscheinend liefern sie nicht hierher. Okay, dann werde ich mal Vlad anbieten, dass er mich füttert, als Entschuldigung für den Diebstahl, den er begangen hat. Eine gute Idee. Okay. Als ob das Gewürz fehlen würde. Nun füge ich ein wenig Pfeffer hinzu. Die Suppe wird bald fertig sein. Na, irgendetwas fehlt noch. Oh, es ist der Wald. Ich gehe besuchen. Wer ist da? Ich bin's, Glenn. Oh, bist du da? Also, hey, ich bin im Grunde bereit, dir zu verzeihen, aber dafür musst du mir ein leckeres Abendessen machen. Willst du ein Steak haben? Machst du Witze? Natürlich, Mann. Ich habe schon eingelegt. Ich beträufle nur ein bisschen Zitrone und ein bisschen Salz. Boah. Oh Mann, so ein schönes Fenster habe ich übrigens nicht. Ich habe nur eins. Wow, schau mal, Sirogi geht in den Wald. Hör mal, ich habe eine Idee. Was für eine Idee? Ein Prank für Sirogi. Wir müssen sein Schweinchen Cabbage stehlen und es austeilen gegen... Da wird er doch komplett aus dem Häuschen sein. Komm schon, bevor er zurückkommt. Komm her, kleines Schweinchen. In Ordnung, gehen wir. In Ordnung, du bleibst hier und wir werden in der Zwischenzeit etwas Fleisch braten. Du hast dich umsonst den Grill mitgenommen. Stimmt, ich verstehe es nicht. Wo ist Zucchini? Zucchini? Leute! Leute! Habt ihr Zucchini gesehen? Weg! Ach, hast du ihn nicht fürs Picknick mitgenommen? Was? Du hast ihn mitgenommen? Und
Zucchini! Komm schon, Siriuga, ist das ein Scherz? Das sind zwei Steaks, die ich mitgenommen habe. Ja, also dein kleines Schweinchen hat da irgendwie ein Loch gebraten und dann war es dann plötzlich vielleicht weg. Vielleicht guck mal in den Wald. Scherzkeks. Mann, Zucchini, wo bist du? Zucchini, wo bist du? Ich werde 3 Stunden lang nach ihm suchen. Hey, ist hier jemand? Ich muss hier weg. Hör mal, wenn Siriuga weg ist, warum spielen wir nicht mit diesem Minischwein? Lass uns ihn trainieren. Los geht's. Okay, leg dich hin. Setz dich hin. Wuff, wuff. Flip, nein, das darfst du nicht. Apport. Apport. Das hat funktioniert. Leute. Oh, Siriuga, schau mal, wir haben deinen Zucchini gefunden. Warum renne ich eigentlich zu euch? Gern geschehen, ich bin durch den Wald gerannt, um meinen Latzenhosenanzug zu suchen. Und da habe ich ein Geräusch gehört. Ein Stampfen und Atmen. Ich glaube, es war eine große, wilde Bestie oder eine Art Monster. Was redest du da? Nee, Siriuga, wir sind doch so weit weg. Das ist ein Zaun hier, ein geschütztes Gebiet. Niemand darf hier sein. Ich konnte ihn selbst dort stampfen hören, atmen. Ach komm, entspann dich mal, Siriuga. Was für Ungeheuer. Lass uns doch mal Abendessen. Ich gebe dir so ein kleines bisschen ab. Ich bring dir Teller. Ja, ich habe auch Fischsuppe da. Übrigens, essen Sie Fischsuppe? Nein, ich habe sie irgendwie noch nie probiert. Hast du schon mal Fischsuppe probiert? Freude. Nein, ich mag keinen Fisch. Ja, also du kannst deine Fischsuppe alleine essen. Wir haben Fleisch. Guten Appetit, Jungs. Und dir auch. Dankeschön. Nimm dir etwas Käse. Bitte sehr. Mhm. Übrigens, nette Idee mit den Häusern am Baum. Wisst ihr, wo ich das gesehen habe? Die Abonnenten haben in den Kommentaren geschrieben. Sie sagen, nehmt diese Baumhäuser ab. Ich liebe es, wenn Abonnenten uns Ideen für Videos geben. Ich liebe das. Die sind clever. Wie viele Ideen haben wir davon schon umgesetzt? So circa 20? Ja. Leise, leise, hört ihr das? Das ist das gleiche Geräusch, das ich im Wald hatte. In Ordnung, lass uns nach Hause gehen. Leute, das Wichtigste habe ich euch noch gar nicht gesagt. Als ich dieses Haus gebaut habe, habe ich mich um meine Sicherheit gekümmert und hier ein Lasersicherheitssystem installiert. Und jeder, der da durchgeht, wird gebraten. Also meine Nachbarn wissen Bescheid, für sie ist es nicht gefährlich, daher bin ich in absoluter Sicherheit. Oh. So, was ist zu tun? Wie kann man sich schützen? Okay, jetzt, wir hatten ja das Holz da drin, etwas ungewöhnlich Holz. Hier, ja, die hier. Ah. Ja, ich werde ein Messer nehmen und die Pfähle auf diese Seite spitzen. Und dann baue ich einen schönen Schutz für mein Haus. Ich denke, dass die Bestie sicher erschrecken werden. Ein großes Wildschwein will ich hier sicher nicht reinkommen. Mit Tieren muss man mit den Methoden des Jägers umgehen. Und ich habe eine Falle dafür. Das ist eine darunter. Und Leim, das ist ein sehr starker Kleber. Und ich werde ihn auf diese beiden Bäume kleben, sodass, wenn ein Raubtier beschließt, darauf zu graben, es kleben bleibt und nicht weiter graben kann. Okay, ich habe einen Baum und den anderen habe ich auch gut bestrichen. Die Falle steht, okay? Das war's. Wir müssen hochklettern und die Leiter verstecken. Schnell, schnell, schnell. Das ist ein echter Genuss, Leute. Es ist sicher warm, man hat Strom. Was zum Teufel war das? Ich versteh's nicht. Ach so, schaut mal, das ist ein loses Kabel am Generator. Das kann nicht von selbst passiert sein. Jemand muss es rausgezogen haben. Das heißt, auch mein Sicherheitssystem funktioniert nicht mehr. Mann, ich sollte schnell bei den Jungs unterkommen. Wow. Hey, mach auf. Hey, wieso erschreckst du mich? Jemand hat mir da mein Licht abgestellt. Die Drähte vom Generator sind gekappt worden. Du hast da drüben eine Kamera. Können wir das irgendwie ansehen? Genau. Das hier ist mein Baby. Ich hab sie alles auf mein Handy dupliziert. Schauen wir, was das war. Was zum Teufel? Siriuga! Siriuga! Sergei! Siriuga, Siriuga, Siriuga! Ja. Lass mich rein. Oh, ich riech's hier natürlich. Kommen Sie schnell rein. Was ist denn los? Wir haben uns die Kameras von Glenn angesehen. Also irgendein Monster hat da die Drähte von Glenn durchgeschnitten. Wir müssen uns sofort von ihm isolieren. Komm. Oh, es ist ein bisschen eng hier drin. Das war nicht nur einfach ein Tier, das war ein Ungeheuer. Deshalb müssen wir dringend diese Leiter absägen. Nun, es gibt keine andere Möglichkeit. Siriuga, dort drüben kann die Leiter haben. Hier und niemand wird hier reinkommen. Komm, Säge. Komm schon, Siriuga. Warum hast du so lange gebraucht? Das ist alles. Fast. Oh, wow. Ich bin sicher, er wird nicht reinkommen. Hast du es gesehen? Ich hab es gesehen. Hast du das gehört? Mach die Lichter aus. Lass uns ihm folgen. Ich habe ein Fernglas. Richtig. Ich sehe es. Was? Was ist da? Und ich glaube nicht, dass es ein Monster ist. Warum? Es ist ein Mann in einem Buschanzug. Lass mich mal diesen Busch sehen.
Leute, wann wollt ihr uns so einen harten Prank spielen? Das ist doch das Kostüm von Kubikov. Er hat das Kostüm schon mindestens 3-mal benutzt. Ist es Karberg? Lasst uns jetzt auch einen Streich abspielen und ihn fangen. Aber sowas von. Lassen wir ihn also näher kommen und dann fangen wir ihn. Schmeiß den Grill an. Oh, was für ein leckeres Gericht, Glentik. Woher in aller Welt hast du denn so ein Rezept? Das ist ein sehr geheimes Rezept. Niemand kennt es. Es sind nämlich die leckersten Würstchen der ganzen Welt. Leute, ich gehe jetzt Soßen holen. Also, komm schon, koch zu Ende. Seriosch, warte, ich komm mit dir. Ich werde die geheimen Getränke holen. Und dann hole ich mal die Becher für die geheimen Getränke. Cool, Leute, es muss anbeißen. Ich frage mich, was sie da drin haben, das so gut riecht. Wow, ich sollte mal näher rankommen. Und noch näher und mal schauen. Ah. Jungs, steht auf, wacht alle auf. Ey, ey, wacht auf. Ah, 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 was ist das? Was sind das für Typen? Wo sind wir? Hey, lasst uns frei. Was ist das für ein Spiel? Ihr befindet euch in einem Raum mit vielen Türen, hinter denen unangenehme Strafen und angenehme Bonus auf euch warten. Jeder von euch hat die Chance, eine der 4 Ausgangstüren zu öffnen und schneller als die anderen herauszukommen. Der Letzte hat eindeutig Pech. Und merkt euch, ihr könnt den Raum nur durch die Tür mit der Ausgangskennzeichnung verlassen. Ihr dürft nicht durch die Türen rennen, die sich von alleine öffnen. Und was? Wer öffnet als Erster die Tür? Wer bist du überhaupt? Warum hast du uns entführt? Wo sind wir? Das werdet ihr nie erfahren. Vielleicht ist es einfach ein Traum. Ich nehme es einfach und gehe es weg. Nichts wird mich aufhalten. Ich gehe... Ah, 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 was ist das? Wer bist du, Alter? Hey, 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 ich, warum hast du das? Ich hab doch gesagt, man darf die Regeln nicht brechen. Es wird nur noch schlimmer werden. Ich hab gehört, wir sollten abwechselnd öffnen. Lass uns jetzt so entscheiden. Wer gewinnt, öffnet zuerst. Nun, ja, ihr habt noch eine bessere Chance, einen Ausweg zu finden. Es gibt ja 4 davon. Eins, zwei, drei! Oh, Schere, wir sind die Letzten. Wir haben verloren. 1, 2, 3! Ja! Okay, ihr habt als Zweiter die Tür. Für den Dritten und Vierten. 1, 2, 3! Ach, Papier gewinnt immer. Entschuldige, Blatt. Verdammt, Gummikuff hat 4 Ausgänge. Er kommt jetzt hier raus und verlässt uns. Schaut, wie viele Türen es hier gibt. Die Chance, den Ausgang sofort zu finden, ist so gering. Das hier, Alter. Das ist die ungefähre Größe. Hör zu, das ist eine brillante Idee. Wenn ich dies Labyrinth erschaffen würde, würde ich auch eine seltsame Tür zum Ausgang machen. Damit wir nicht gleich raten müssen. Ja, ja. Dann habe ich auch schon eine Tür im Sinn. Die Kleine da drüben, ich wollte sie mitnehmen. Ich war der Erste, der sie gesehen hat und gesagt hat. Aber nur ich kann da raus. Ich bin nämlich der Kleinste hier. Und was ist das? Ein Schloss mit 2 Türen? Ist das so eine Cowboy-Tür? Wie in Saloons, ja? Vielleicht ist also der Ausweg und wir müssen nur den Schlüssel finden. Und er ist da. In einer kleinen Tür? Ja, ja. Komm schon, Kubiko. Nun, Kubiko, worauf wartest du? Öffne schneller! Ja, das ist irgendwie verdächtig beängstigend. Nun hör zu, wenn du nicht anfängst zu öffnen, bleiben wir für immer hier! Komm schon, mach auf, Kubiko! Oh, ekelhaft! Das ist die falsche Tür! Was ist das überhaupt? Kubiko, kannst du für uns alle die Türen öffnen, oder? Ja, warum übrigens nicht? Nein, das ist nicht fair. Lass uns abwechseln. Ich kann überhaupt nicht herausfinden, was es ist. Ist das so mehr angemischt? Oder sollten wir malen? Schau, komm nicht näher! Ja, echt, wirklich, Kubiko. Es ist nicht lustig! Okay, es ist nicht klar, was es ist. Lass uns die nächste Tür öffnen, ne? Können wir die Stimme fragen? Stimme, was zum Teufel hast du ihm geschüttelt? Eine kosmetische Maske. Oh, also, du kannst dich glücklich schätzen, echt, ja. Kubiko? Hey! Nun, ich weiß es nicht, sie wird ja austrocknen. Ja, ihr müsst es verschmieren. Normalerweise werden die Masken für 5 Minuten aufgetragen. Okay, Leute, ich weiß, wie wir es zum Spaß machen können. Und wie? Nehmen wir das an als eine Challenge. Dennoch gibt es Auswege. Lass uns etwa eine coole Stimmung anfangen und anfangen zu spielen. Außerdem sind wir zu viert. Wir sind wie ein Bett füreinander. Ja, lass es machen. Team 1, 2, 3! Also Leute, wenn ihr in dieser Challenge eine Tür wählen würdet, dann würdet ihr welche wählen? Eine größere, um sie dran zu machen, oder eine kleine? Ich glaube die hier, Leute. Ja, ja. Also, dann mach ich sie mal auf. Oh, hier ist kein Ausgang. Was bin ich überhaupt? Ich versteh's doch nicht. Du bist jetzt wie eine Mumie geworden. Schau mal, Mel, Mumie. Wie will, ja. Guter Anfang, wirklich. Und meiner Meinung nach sogar lustig. 2 sind weiß. Was ist denn lustig? Du bist der Nächste. Das ist lustig. Aber die Stimme hat gesagt, dass es hier auch einige Bonuses gibt. Warum wischt er sich mit Mehl ab?
Das ist doch Sportlertun. Wie geplant werde ich diese kleine Tür öffnen. Ist da wirklich ein Schlüssel drin? Oder was anderes? Ja, aber du musst es sowieso öffnen. Komm schon, Sirioki. Ich denke, dort wird sowieso ein Schlüssel sein. Okay, jetzt schauen wir mal. Oh ja, Jungs! Spritzer überall. Vielleicht gibt's hier irgendwo einen Schlüssel. Oder sollen wir das trinken? Es scheint mir, dass diese Strafe verwirklicht wurde. Schau dir das an. Du bist völlig klebrig. Okay, aber von wo ist es überhaupt? Das ist Cola. Mir kommt sogar vor, als sei es ein Safe hier. Gibt's hier ein Safe? Ich weiß es nicht. Seit wann ist Coca-Cola für dich ein Safe? Verdammt, Alter. Denkt, ich friere diesen Müll ein? Ja, es ist doch eine Gesichtsmaske. Leute, sagt mir, habe ich Mehl im Gesicht? Nein. Nur ein bisschen. Also, ich habe mich einfach so geschüttelt und plötzlich sehe ich, dass es durch Schoko liegt. Also, komm, was sagt ihr zu meinen Pillen? Oh, Leute, deine Zusage hat mir am besten gefallen. Voll geil. Vielleicht hast du am Drogen etwas Glück. Also, ich denke, die hier ist gut sein. Wirklich, wirklich, ihr Fühler ist, die ist gut, wirklich. Das glaube ich nicht. Was passiert, wenn ein Nilpferd herausspringt und ihn zerquetscht? Ja, und wenn du eine kleine Tür von da unten öffnest, kommt eine Schlange raus. Oh, vielleicht. Alter. Nun, das war's. Ich öffne es. Komm schon. Ich hoffe, es ist ein Ausweg. Was hat der geschrieben? Was hat der geschrieben? Das ist der Abonnier-Knopf. Geh weg. Das ist der Abonnier-Knopf, Leute. Abonnieren. Hey, Leute, für die, die uns noch nicht abonniert haben, abonniert uns jetzt. Ja, rettet Vlad. Schneller den Knopf drücken, Leute. Schreibt es rein, Alter. Verschwinde. Er ist grau geworden. Also, ihr habt gerade auf den Abo-Button geklickt, ja? Das Publikum hat's geklickt. Das Publikum hat's, die hat mich gerettet. Leute, danke. Wow. Oh, der hat mir am Rippen gestoßen, verdammt. So, jetzt haben wir es. Jetzt wird Vlad Angst vor roten Knöpfen haben. Verdammt, ich hab sowieso Angst vor denen. Leute, sollen den roten Knöpfen endlich los? Der Inhalt auf diesem Kanal ist großartig. Fröhlich, positiv. Abonniert also, denn solche Inhalte gibt es nur auf diesem Kanal. Und jetzt ist Kamikopf an der Reihe. Oh, richtig. Ich wieder. Also Jungs, ich wähle diese Tür. Ja, nebenbei ein Fan von schiefen Türen. Aha. Kamikopf, was ist das? Also, es gibt ein paar Vorschläge. Entweder ist das nur ein Gelb oder was im Prinzip normal wäre und gut für Haut und Haare. Oder das ist Farbe. Es ist Farbe. Hör zu, Kamikopf, jetzt bist du ein bunter Mensch geworden. Ja. Gelb, weiß, orange. Also, er ist fast wie eine Ampel. Rote Haare, gelbe Farbe und etwas Grünes fehlt unten. Sein Hoodie, Merch ist grün. Ja, du bist eine Ampel. Ampel. Nun, wie fühlst du dich mal gern? Ist alles okay? Warum kann ich es nicht sehen? Leute, ich habe mir ein zusätzliches Spiel ausgedacht. Da wir sowieso alle schmutzig werden, sollten wir vielleicht versuchen, wer am meisten schmutzig wird. Auf jeden Fall birgt jede Tür eine Art Schmutz. Ja, lass machen. Bisher gewinnt Gabikov. Ja, kein Problem. Einverstanden. Ah, jetzt bin ich bekleckert. Solange wir mit ihnen auf Augenhöhe sind. Yeah. Naja, egal. Es ist so hier Zufall. Du bist übrigens der Nächste. Ich fühle hier. Hier wird's warm, wirklich, bei dieser Tür. Tür, gib mir etwas Gutes, etwas Schönes. Echt, Leute, kommt schon. Das ist einfach nur erniedrigend. Entweder bin ich ganz in weißem Mehl oder ich bin schwarz in der Kohle. Hör zu, es ist aber irgendwie bunt. Das sorgt für eine tolle Stimmung. Du verleumde mich nicht, du. Lass mich in Ruhe, ey. Lass mich in Ruhe, ey. Ich hab mich zusammen umarmen. Leute, was ist das für eine Sabotage? Na, du bist doch der Schlankste von allen, ja? Naja, egal, ich werde hier auch keine Sorge. Ich werde dich doch die Tür aus. Los. Hey, wartet, ich werde wählen. Dann wähl sie aus, los. Ist meine Reihe in Ruhe. Und überhaupt, es ist jetzt Sirioki in der Reihe. Verdammt, tut mir leid. Ja, Sirioki, dann wähl du die Tür aus. Das da drüben will ich. Oh. Ganz oben, das. Ja, ja. Also mal sehen, was uns dort erwartet. Orbis, ich sehe zum ersten Mal. Hier, was ist das? Verdammt, warum hatten wir kein Video mit Orbis auf unserem Kanal? Also ich habe irgendwie nie darüber nachgedacht. Hört zu, Abonnenten, wie gefällt euch diese Idee? Wenn ihr so ein Video wünscht, dann schreibt in die Kommentare. Mit 100.000. Warum so wenig? Vielleicht eine Million. Eine Million? Das würde dann voll schwimmen. Nun ja, Voraussetzung ist, dass die Abonnenten die Idee gefällt. Hört zu, Leute, ich habe mir was gedacht. Schauen wir es doch einfach mal an, für alle Fälle. Was ist, wenn der Schlüssel im Mail versteckt ist? Ha? Verstanden? Du Mega-Brain. Als würde es auf uns ausgeschüttet und es ist irgendwo in der Nähe. Oder Vlad, du willst einfach nur deine Runde verschieben. Nein, ich suche nach Hinweisen. Also komm, wir schauen und du kannst mal deine Tour schon mal aussuchen. Okay, wieso seid ihr alle so böse, Leute? Ich glaube, du machst alles absichtlich. Ich? Ich weiß nicht, irgendwie ist alles verdächtig. Also Leute, lass uns den roten Tür loswerden. Was zum Teufel?
Teufel? Das sind ja Bohnen. Das Ding so widerlich. Puh. Das Bohnenmonster. Leute, ich mag dieses Spiel nicht. Nun, Glenn, hast du gesehen? Ich habe es nicht erfunden. Okay, du hast dafür gesorgt. Ich glaub dir. Wirklich. Ich wollte nur Witze machen. Ekelhaft. Jetzt ich, Alter. Ich geh die Mauer hoch, Alter. Hier ist die Tür, Alter. Hey, warte. Ich geh zuerst einen Schritt zurück, ja? Lass uns so stehen, bitte. Er ist irgendwie ruhig. Ich mag dich nicht. Entspannt euch, Jungs. Es ist nur eine Herausforderung. Das macht Komiko verdächtig fröhlich. Meint ihr das nicht? Oh, das ist das, worüber ich rede. Ich bin auch darüber froh. Ihr verdächtigt mich. Nein. Leute, kommt schon. Das ist es, Jungs, Alter. Ich öffne. Was? Du hast die Tür mit Schlüssel gefunden. Na! Mach auf, Komiko. Worauf wartest du? Ich habe Angst. Es gibt doch nicht. Los, mach schon. Komm, mach den auf. Komm, öffne schneller. Was? Nicht Spaß von Unsinn. Noch mehr Türen. Raus! Ausfahrt! Ist das dein Ernst? Ausstieg! Ausfahrt! Wer konnte mir das wissen, Mann? Wir wissen das doch nicht. Vielleicht gibt es andere Optionen. Vielleicht ist es eine geheime Mauer. Es geht nicht auf. Ich verstehe, okay. Wer ist der Nächste? Ich möchte alle diese Türen überprüfen. Vielleicht gibt es ja echt eine Rettung. Hier komme ich nicht durch. Also machen wir mal auf. Ich mache die mal auf. Also. Was ist mit dir passiert? Also, es schmeckt wie Joghurt und riecht auch so. Aber es ist so kalt. Wunderschön. Oh. Du riechst nach Erdbeeren. Was ist das für ein Spiel? Schau sie an. Schau, was sie angetan haben. Ich suche nach einem Ausweg. Ja, mach mal. Los, mach schon. Endlich. Ich kann einfach nicht mehr. Ich hoffe, auf euch kommt nichts Kaltes. Das ist echt schlimm. Verdammt, ich habe bisher Glück gehabt. Ich habe nicht einmal Angst, die Tür zu öffnen. Ich nehme es einfach und öffne diese Tür. Ich fühle, ich werde jetzt Glück haben. Wow. Oh, was ist das? Es hat gekritzelt am Anfang. Und was ist das? Käse? Ich verstehe nicht. Was kommt als nächstes denn? Schaut, sieht aus wie Pasta. Ja, voll gut, Mann. Echt. Natürlich nur komische Proportionen. Normalerweise im Gegenteil. Mehr Pasta, weniger Soße. Geld ist der Name Mac and Cheese. Mac Cheese. Ja, nennt mich ab jetzt Mac and Cheese. Das war's. Komm, mach die Tür auf. Ich weiß nicht, warum ihr so lustig seid. Die Situation macht mir irgendwie Angst. Entspann dich mal, Mann. Das ist doch eine Challenge. Das wird doch lustiger werden, wenn jemand einen Ausweg findet, um sicherzustellen, dass das wirklich da ist. Oder vielleicht gibt's überhaupt nicht. Ja, das meine ich doch auch, Mann. Serioga, wie gefällt dir das? Im Prinzip unterscheidet es sich nicht von meinem. Und? Oh. Ah, Blindgänger! Haha, verpasst, Jungs, hat nur auf der Arm getroffen. Sie haben uns Essen gegeben, hä? Oh, sieht schon nass aus. Können wir sie wirklich essen? Okay, Leute, seid nicht zu streng mit mir. Ich muss erst mal abtrocknen. Was machst du? Ja, trocknet nebenbei mit Mehl, hä? Also ja, das tue ich auch. Und was? Meine Hände kleben zusammen. Lass mich helfen, Alter. Nein, ich brauche keine Hilfe. Ich mach's alleine. So. Nun, wie ist es? Besser? Ja. Was? Okay, sieht gut aus. Oh, was ist los hier? Kurz gesagt, ich habe mich für diese Tür entschieden. Hier. Diese. Oh, jetzt hast du dich erwischt. Was für eine Hühnerfedersauerei. Du befindest dich jetzt in einem natürlichen Lebensraum. Du musst dich jetzt besser fühlen. Ich jetzt picken, Alter. Dann habe ich keine Zweifel. Hey, kennt ihr es nicht? Mach am besten die Tür auf. Verdammt, ich bin mit meiner Dusche noch nicht fertig und ich muss schon die Tür öffnen. Übrigens, duschen. Derjenige, der zuerst rauskommt, wird so schön sein, zu Baden in den Whirlpool zu gehen. Hör zu, was ich mir ausgedacht habe. Wir machen es so aus, dass derjenige, der als erstes den Weg rausfindet, wirft einen anderen auf Publikum, damit sich die drei anderen nicht beleidigt fühlen. Okay, du hast recht. Das ist richtig. Teamplay. Okay, einverstanden. Als freundlicher Handschlag. Nun, das ist so, so ist irgendwie so mehr Spaß macht. Also, ich gehe mal die Wand überprüfen. Vielleicht ist sie ja nicht so schlimm, wie ich hier denke. Also, schauen wir mal, was das hier ist. Puh, also diese Tür möchte förmlich, dass ich sie aufmache. Also, komm her. Das ist lustig, Glenn. Das ist kein bisschen lustig, überhaupt nicht. Ich habe mich doch gerade erst von mir sauber gemacht. Verdammt, was soll das denn, Mann? Was soll das? Hattest du keine Zeit, dich zu rasieren, oder was? Sehr lustig, Sergei. Hier, Applaus. Ein sehr toller Witz. Eigentlich bist du der Nächste. Komm schon, jetzt werde ich auch mutig jede Tür öffnen. Hier, zum Beispiel diese hier. Es ist in mein Ohr, Mann. Das ist richtig schlimm. Schau dich das nur an. Wow. Warum habe ich das nur gemacht? Du hast da ein bisschen Sand reingetan. Übrigens, Leute, wenn ihr was isst, tut mir leid. Schau das für ein paar Sekunden. Betrachten die Sohle. Wie hier sind wir auf einer Eisbahn.
Hör zu, du siehst irgendwie verwirrt aus. Ja, ich habe es doch überhaupt nicht erwartet gehabt. Ich dachte, alles andere wäre ein riesiger Haufen, aber nicht Schlagsahne, Mann. Oh, plötzlich fliegt mir dieser riesige Haufen der Schlagsahne einfach entgegen. Diese riesige weiße Masse, was soll das, Mann? Wie konnte ein solches Spiel mit solch komplexen Mechanismen erfunden werden? Sergej, worauf wartest du? Nun, du hast so interessant gesprochen, ich wollte dir zuhören, aber jetzt bin ich bereit, oder? So. Das ist. Ekelhaft! Oh, das ist ja ekelhaft und kein Spaß! Was ist das? Sojasauce? Nein, das ist ja Schokoladensoße, Schokoladenüberzug. Oh, jo, jo. Leute, wir müssen Gas geben. Ich weiß, dass dieses Ding später zusammenkleben wird. Das war's, Hand. Es wird sich Lutscher verwandeln. Ein Karamellstück. Los, beeilt euch. Dich hier. Verdammt, hier muss unbedingt etwas Gutes drin sein. Ja, ich habe 2 Türen freigemacht und du nimmst die dritte, ja? Vielleicht gibt es andere Optionen. Also, ich wünsche dir mit ganzem Herzen, dass da kein Ausweg ist. Ja, ich habe eine tolle Selbsthilfegruppe. Wow. Ausgang, bitte. Kann ich raus? Oh mein Gott, du hast hier nur trockenes Zeug, Mann. Es tut mir leid. Ich wollte es wirklich nicht. Schau, mach das auf mir selbst auf. Du hast einfach nur Glück, dass ich dich nicht sehe und nicht hören kann, wo ich hinziehen muss. Ich bin hier. Schlage mich. Okay, entschuldige. Es war Zucker. Glück gehabt. Aber wissen Sie was? Es stellt sich heraus, es ist auch eine Fälschung, weil alle Türen sind falsch. Nun schließen wir sie. Wir brauchen sie ja nicht mehr. Verdammt, ich hab schon die Hoffnung verloren. Das ganze Rätsel ist jetzt gelöst. Was machen wir als nächstes? Verdammt, wir sind definitiv Verlierer. Es hätte einen definitiven Auswahl geben müssen. Hör zu, es ist ein wunderschöner Raum, war und so wird es aufgeblasen. Wissen Sie, es erinnert mich an etwas, an Cartoon. Es gab auch da viele Türen. Ja, viele farbige Türen. Da war doch irgendwas. Alles ist ja bekannterweise irgendwo auf dem Land, nicht wahr? Nein. Dort in Elst über den Hasen. Aber über Türen ist ein anderer Cartoon. Leute, wenn euch meine Idee abgefallen, schreibt es in die Kommentare, was Cartoon war. Kobeck, was machst du? Anprobieren, Alter. Scheint mir, als ob in solchen Gruppen der Ausweg sein könnte. Was denkst du? Du kommst hier durch? Wirf zurück! Ich kann nichts sehen! Komm, wirf es zurück, Mann! Komm schon! Was für ein Unsinn! Mach schon, Mann! Du hast geschlossen! Verdammt, was soll das? Oh mein Gott, das stinkt so! Es hat voll jemand gefurzt! Ah, ich weiß, Alter, man muss auf den Boden liegen. Ja, ich weiß, das ist nicht sauber, aber das ist ein Trick. Oh Mann, das riecht doch danach, als hätte man richtig viel Geld gehabt im Budget. Meinst du jetzt den Clown? Also, ich weiß nicht, er ist entweder ein Clown oder... Ah, für Production, wofür? Hey, ich weiß es nicht, sie wollen ein Video machen, schauen sich die Budgets an. Ich weiß es nicht, Mann, echt nicht. Warum, für Production, wir machen doch tolle Videos, warum sollte man uns bestrafen? Leute, ich denke, das war's, wir können fortfahren. Was ist das für ein Wiss mit dem Fackel? Also, vielleicht haben sie uns so gedroht, dass wir... härteres Level machen. Oder wollt ihr vielleicht noch einen Urlaub für uns arrangieren? Nein, das ist definitiv keine positive Sache. Entweder lenken sie uns ab, oder... Damit wir ja länger bleiben können. Ja, übrigens, das fühlte mich irgendwie cool. Jungs, lasst ein bisschen Gas geben. Ja, komm schon, komm schon, Glenn. Also diese Tür hier. Weißt du, wo er reingekommen ist? Ja, ich hab's gesehen und sogar zweimal. Verdammt, Bernus! Ich möchte hier weg! Es ist einfach unerträglich, hier zu sein! So, Leute, jetzt seid ihr endlich bereit! Ich öffne gleich! Ja, das ist unser Ausgang! Und ich bleib lieber hier! Seid ihr bereit? Jetzt, ich öffne! Ausgang! Was denn? Was hast du gehört? Was war das? Sergej, verdammt, bleibst du vielleicht? Leute, ich weiß nicht, aber ich denke, wir werden jetzt rauskommen! Ja, machen wir es! Das war's! Tschüss, Leute! Komm schon, ja! Hey, du Spaß! Also, irgendwie ist ein echt gruselige, schlimme Quest, Mann. Siruga ist nicht mehr bei uns. Jetzt du. Okay, ich denke eigentlich, dass alles positiv ist. Siruga wird nicht mehr leiden, er wird sich waschen. Und ihr werdet jetzt doppelt so viel Mist abbekommen und doppelt so lange. Nun ja, es gibt nur noch 3 Ausgänge. Schaut, ich glaube, es ist hier. Ja, sie haben einen Ausgang absolut höher gelegt. Aber ich komme hier raus, kein Problem. Bitte. Leute. Ein Stück Ananas. Kamikov, komm, du bist dran, los. Zuerst dachte ich, ich hätte Glück gehabt und dann diese blöde Tür. Also, beschimpfen Sie sich nicht, ja? Ja, stimmt schon, tut mir leid. Verzeihen Sie ihm, ja? Ich bin hier, Alter. Komm, stopp, warte, komm, schließ die Tür. Was ist das? Serpentine, haha! Ich sag's euch, Alter, sie wollen einen Urlaub organisieren. Naja, es macht sogar Spaß. Ja, viel Spaß, Mann. Schau, er hatte sogar Glück. Schau, er lächelt. Oh Mann, mir gefällt es dir überhaupt nicht. Ich möchte endlich einen Ausweg finden. Oh, komm schon. Ich kann nicht, ich muss nachdenken. Also lass es diese Tür sein. Sie ist groß und blau. Da kann man einfach durch. Oh, was soll das? Wie lange soll das jetzt dauern?
Verjagt ihn! Verjagt ihn! Verschwinde von hier! Weg! Weg von hier! Verdammt, ich weiß nicht, er hat mich echt geschlagen, Mann! Oh, wo, woher kam der Typ? Also als er reinkam, war es so ein Kleiner und dann, als er vor mir stand? Vielleicht war er's, der das alles organisiert hat. Nein. Aber also, das ist nicht okay. Eigentlich fand ich sogar lustig, wirklich. Also. Oh, das ist gut. So. Also, Kubikov, ich werde dir zuhören. Verdammt, es sieht wirklich nach einem Ausland aus. Wie ein Tunnel, wissen Sie, zu einem geheimen Raum. Um einfach auf deinen Vier zu kriechen. Ich hoffe, dass ich Glück habe. Ausweg. Leute, was ist das? Das ist, also du bist jetzt eine Prinzessin. Barbie! Was? Palette! Ich sag euch, die haben zu 100% dafür gesorgt, dass wir Spaß haben, Alter! Also, irgendwie fand ich es sogar echt lustig, wenn ihr eine Tür öffnet und nicht ich. Ja, das stimmt schon. Naja, dann öffne ich sie schnell, Alter, damit wir mehr Spaß haben können, okay? Hier ist die Tür. Oh! Das ist doch nur Wasser, das ist okay! Oh, du kannst dich waschen hier, hey! Ja! Sehr gut! Starker Bock! Ich konnte sie überhaupt nicht in meinen Händen fühlen. Ich hab's geschafft, meine Hände zu waschen. Ich auch. Du hast meine Server ruiniert. Oh, Kevin, das ist doch Spaß. Du hast doch erst gesagt, man soll Spaß haben. Aber ich habe ihm auch die Hände gewaschen, ne? Jetzt bin ich dran. Ich möchte eine große Tür wählen. Also hier, die gelbe. Gelb ist die Farbe des Kanals. Also komm. Da werde ich doch heute nur beschossen und geschlagen. Was ist das? Das ist aber nicht alles. Das ist Nerf! Das ist ein schlechter Witz, Mann! Ja, das sind Bälle, die am schmerzhaftesten sind! Wie geht es dir? Für weiß, Mann! Das tut echt richtig weh! Jetzt bist du dran! Hier, nun stehen sie am Rand, groß, unauffällig, einfach perfekt, um den Ausländer hinter zu verstecken! Hey! Mann! Bist du? Mit dem Fisch! Jungs, lass uns fertig machen! Los, komm! Jungs, komm, verjagen! Geh weg! Geh weg! Leute, ich stinke nach Fisch, das vergammelt ist! Wir wissen das! Komm uns nicht zu nah! Komm, bleib da stehen! Das hat echt Spaß gemacht! Das ist überhaupt nicht lustig, Mann! Also, gehen wir hier rüber! Ich wähle diese Tür! Ausgang! Ja, Jungs! Ich bin raus, Alter! Was soll das denn heißen? Dir hat es doch hier so gut gefallen! Du hattest doch Spaß! Ich werde geil sein! Ich genieße das! Warum er und nicht ich? Ja, er wird jetzt nicht rauskommen. Schau, er ist viel zu klein, Mann. Komm weg, was gibt's da überhaupt? Ich kann nicht sehen, es ist dunkel hier. Was meinst du? Ich versteh's nicht. Kabikov! Was soll das denn, Mann? Alles, wir sind hier zusammen. Herzlichen Glückwunsch, ich bin dran. Das ist das nervigste Video aller Zeiten. Zuerst kein Zirog raus und dann Kabikov. Für die letzte Person wird es wirklich schade sein. Aha. Komm schon. Also, ich habe diese Tür hier ausgewählt. Ich mag die Farbkombination und ich denke, vielleicht kann man da rauskommen. Außer kann man nicht rauskommen. Warte, was ist das? Buchweizen? Ja, in echt, Mann. Ja, schau doch, das ist es wirklich. Also, nicht essen. Nein, nicht hier. Buchweizen mit Glycetol-Kombination. Das war die Tür, die öffne ich. Kleine, grün, 1, 2. Ein Bonus? Ja, ein Helm. Oh Mann, der erste Bonus für das ganze Spiel. Nun vielen Dank denn dafür. Und eine Bonusrunde. Noch besser, Mann. Ja. Ihr seid Unmenschen, Mann. Also, was seid ihr hier rauskommen? Also, ich will die rosa Tür. Die ist irgendwie sanft und vielleicht ist da was Sanftes drin. Du weißt, was ich meine. Also. Es ist irgendwie kalt. Nein, wenigstens kann ich jetzt duschen. Jetzt kann ich mir endlich den Teig aus dem Gesicht wischen. Oh Mann, endlich. Und noch einer. Nun, Gendik, das ist klar. Ich freue mich, dich zu sehen. Leute, ich verliere irgendwie schon die Hoffnung. Ich weiß nicht einmal mehr, welche Tür ich öffnen soll. Sie soll es, dass ich schon alle geöffnet habe. Ich möchte nicht in diese Ecke gehen, weil die so dreckig ist wie möglich. Was wäre, wenn ich aus diesem Grund nicht rauskomme? Deshalb müsste ich mich überwinden und diese Tür öffnen. 1, 2, 3. Hör zu, der Helm schien geholfen zu haben. Aber die war doch nur für eine Runde. Also wirf sie aus der Tür. Geschmack nach ist es nicht schlecht, schmeckt wie Fruchteis, weißt du? Okay, also, ich öffne die Tür rechts, die blaue. Meine Lieblingsfarbe ist blau, vielleicht kann sie mir helfen. Blau und gelb ist eine coole Kombination, also echt. Verdammt, wenn das ein Ausweg ist, das wird am beleidigsten sein, weil ich mich für eine dieser Türen entschieden habe. Ich öffne sie jetzt.
Naja, passt schon. Nichts ist normal, Mann. Die meint sich einfach nur über uns lustig. Ich sehe mich selbst noch nicht mal. Ich weiß, wie ich mich beschreiben würde. Penner. Verdammt, ich weiß es nicht mehr. Nun, das kann hier doch kein Ausweg sein, Leute. Nun ist es unmöglich, da reinzukommen. Aber vielleicht ist es eine Art Witz? Lasst uns hier rausfinden. Ich liebe Witz. 1, 2, 3. Ausgang. Wie? Tschüss, du Verlierer. Liebes Tagebuch, ich kann dir den Schmerz gar nicht übermitteln, den ich gerade fühle. Eine Wasserbombe. Oh, das ist besser. Jetzt habe ich nicht mehr den Sand in den Augen. Also, ich habe gute Neuigkeiten. Der Ausgang kann durch eine kleine Tür gefunden werden. Und das gibt mir Hoffnung. Also, ich werde der Wand folgen. Genauer gesagt, diese Wand, wo er herausgegangen ist. Mal schauen, ob ich hier vielleicht Glück habe. Also, vielleicht öffne ich die oder eine andere. Also, ich mache sie jetzt einfach auf. Ich muss auf niemanden mehr warten. Also, ganz schnell. Also, los geht's. Was war das überhaupt gewesen? Was für ein krasser Mist, Mann. Was ist das eigentlich? Was ist das überhaupt? Worum geht es dir? Ich bin ein Irrenhaus. Vielleicht träume ich das nur alles. Vielleicht waren es echt Kartoffeln, oder nicht, Mann? Ja, es waren Kartoffeln gewesen. Also, okay. Ich sollte mich nicht ermutigen lassen. Wir machen weiter. Also, hier sehe ich diese eine kleine Tür. Und was kann hier in Ende gefährlich sein? Gar nichts. Das ist es. Stimme. Komm, sag mir Exit. Ich gehe raus. Ich mach nur eins glücklich, dass ich nicht noch dreckiger geworden bin und dass ich auch noch trocken bin. Also eigentlich alles okay. Für sowas bin ich sogar bereit. Also spielen wir weiter. Also, diese kleine rote Tür hier, die sieht doch gut aus. Komm schon, los. Ausgang! Mann, endlich der Ausgang! Danke, Mann, danke, endlich! Ja, Mann, endlich, alles gut. Also, Leute, wir haben so ein Video für euch gemacht. Also, gebt uns bitte ein Like dazu. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, dann gebt uns natürlich ein Like. Ich gehe, also tschüss. Gelehnt, gib dich auf, gelehnt, satt Papierchen. Gelehnt, gib dich auf, gelehnt, satt Papierchen. Ich sitz in meinem Labor und ich...